So, dann wollen wir mal einen nächsten Versuch starten. Ja, ich wollte eigentlich laden. Jetzt hatte ich vorher gespeichert. Scheiße. Weil ich die Folge beendet habe. Also gut. Nein! Beeilung! Nein! Scheiße, das war nicht gut. Das war nicht gut. Jetzt, komischerweise, jetzt geht weniger Leben weg, ne? Das ist merkwürdig. Jetzt geht weniger Leben weg. Ich lade aber trotzdem, also... Ich meine, weißt du, mich greifen hier irgendwie 5, 6 Viecher auf einen Schlag an und nichts passiert und ich habe kaum Leben verloren, weißt du, und ich faile hier zweimal bei so einem extrem schweren Save und bin direkt tot. Also ich weiß nicht, was ich von dieser Schwierigkeit halten soll einfach. Ja, jetzt mach das doch mal. Jetzt nimm das doch, Mann! Ist ja nicht so, dass ich ewig Zeit habe. Ja, wow. Hier. Hier und hier. Jetzt nimm das. Komm schon, ich brauche noch ein... Ah. Ein Safe gehackt. Errungenschaft. Juhu. Und was ist drin? Nix. Da lache ich mich ja kaputt. Ein Verbandskasten. Für manche mag das vielleicht Verschwendung sein. Für mich, ich weiß nicht. Für mich eher weniger, glaube ich. So, jetzt speichere ich aber nochmal. Jetzt haben wir den Save fertig, bevor das jetzt noch was passiert. So. Ich sehe gerade, dass oben in der Ecke immer das gespeichert kommt, aber ich glaube, dass das eigentlich noch, dass das noch geht. Ich beobachte mal kurz, ob unten in der Ecke irgendwas ist. Zur Not ziehe ich die Cam unten in die Ecke, dass man dann oben das gespeichert sieht und so. So, mal gucken, wo waren wir? Hier. Aha, was haben wir denn hier? Bandagen. Ach, das sind, glaube ich, die, wo man direkt benutzt, ne? Die brauchen wir ja nicht. Wir sind ja komplett dicht. Das ist doch eine Schuss. Oder nicht? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dahin zu gehen. Provisorische Ballmaschine. Ja, ich glaube, mit der machen wir gleich Bekanntschaft, wenn wir das Ding hier nehmen. Telekinese. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Um die Reaktionszeit wahrscheinlich zu erhöhen. Niedriger zu machen. Ah, Schalter für Ballmaschine. Ah, da kann ich praktisch mit dem Ding vermutlich üben. Neues Plasmid, Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du hast keine Slots mehr und musst ein Plasmid ersetzen. Du kannst mehr Slots an einem Gatherer's Garden kaufen. Ersetzte Plasmide können bei einer Genbank neu ausgerüstet werden. Ah! Ich verstehe. Ich muss jetzt also was austauschen. Ich hätte aber ganz gerne mein Elektro behalten. Aber was, wenn ich wieder auf Eiswände treffe? Wenn ich dann aber bedenke, wenn ich das brauche, um für die Quest weiterzukommen, dann wird, schätze ich mal, in der Nähe irgendwo so ein Genpool, so ein Gendingens einfach stehen, wo ich das austauschen kann. Deswegen, ich tausche mal das Feuer raus. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück.
Alter Schwede, was kann ich denn noch alles machen? Halte gedrückt. Halte die linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse los, um zu werfen. Oder drücke V, um zum Fallen lassen. Halte gedrückt, um Granaten, Tennisbälle zu fangen. Huch, ich habe gar nicht gesehen, dass er geschossen hat. Das war nix. Aber das Sichtfeld ist ein bisschen seltsam. Also ich kann theoretisch das nehmen. Alter, wie geil ist das denn? Kann ich es wieder ausschalten? Nö. Jetzt kriege ich die ganze Zeit die Dinger in die Fresse. Wie cool das ist. Einfach mal die Pokale gegen den Kopf schmettern. Warum auch nicht? Die Geräusche jedes Mal. Ach so, das war der Merlot trinken. Ich dachte schon. Ach, da ging die Tür auf und zu. Ach ja, jetzt muss ich wieder zurück hier. Leiche durchsucht. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Oh, nochmal Bandagen. Brauche ich nicht. Hey, ich weiß nicht, bin ich richtig? Alter, was ist ein Granatwerfer? Oh, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, das mal zu testen. What the fuck, Alter? Da steht einfach mal so ein automatischer Granatwerfer. Lebst du noch? Nö, ne? Geil, Alter. Geil. Huh! Wo kam das denn her? Alter, der steckt aber viel weg. Ist das euer Ernst? Hallo? Ist jetzt mal gut. Oh, panzerbrechend. Kiste mit Granaten, die schon wieder leer ist. Hallo? Ich finde immer noch, dass dieser Elektroschock doch sehr viel Energie braucht. Was ist das? Das können wir jetzt übernehmen. Da ist wieder nichts. Verbandskasten brauchen wir nicht. Oh, ich sehe schon wieder diese dämlichen Dinger. Aber dann hat man sie im Salzteich gefunden. Was, im Salzteich? Ach so, ein Wasserteich, Salzteich. Ich dachte schon, die meint jetzt hier gerade Salzteig. Deswegen, hä? War ich gerade so ein bisschen verwirrt. Oh, da oben liegt viel Zeug. Guck mal. Wo sind denn diese dämlichen Kameras? Ah, da drüben sehe ich eine. Bäh. Ha, ich habe mir einen guten Platz ausgesucht. Ist das die da? Kann ich hacken? Oh Gott. Wo ist es? Da unten. Nö. Ah, hey, was war das? Bist du doof? Super, finde ich gut, dass man mit einem Rechtsklick das Ganze beenden kann. Dankeschön.
Das war keine gute Idee. Da. Ach, Moment. So. Jetzt müsste aber stimmen. Sicherheitskamera gehackt. Errungenschaft. Juhu, Dankeschön. Ah, so ist das. So ist da der Blickwinkel. Ich verstehe. Noch ein Safe. Ach komm. Willst du mich verarschen? Huch. Gut. Aber ich habe da jetzt nicht so viel Schaden gekriegt, ne? Ist das vielleicht auch schwierigkeitsabhängig? Ach du Scheiße, bitte? Ja. Sorry. Alter, ey, leck mich am Arsch, was das abzieht. Ja, Entschuldigung, aber ey, hallo, ich muss erstmal hier checken, wie das läuft. So schnell kann ich gar nicht reagieren, wie das Zeug fließt. Und das geht sogar auch direkt los. Ja. Ich kann schon wieder knicken. Aber das ist doch scheiße, ist das. Leck mich doch am Arsch, Alter. Nein, ich will nicht das laden, ich will das laden. Das ist doch kacke, ey. Wie soll ich denn so schnell reagieren? Das geht überhaupt nicht. Ja, ich weiß, dass ich noch so ein Auto-Hack übrig habe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ey, dieser verhurte Linksklick, Rechtsklick da drauf, weißt du? Das nervt. Aua. Oh, diese Haare. Oh, das tut manchmal echt weh. Oh. So schnell kann ich... Boah. So schnell kann ich gar nicht gucken. Ich finde auch nicht so einen passenden... Hier ist er, hier ist er. Ja. Und vor allem, das fließt auch voll schnell. Nee. Denn da? Och, nein! Och, leck mich doch am Arsch. Ey, ich nehme das Ding. Das ist mir zu blöd. Alter, wie schwer ist das bitte? Rutsch mir einen Buckel runter, ganz ehrlich. Lad mal schneller. Ich habe auch noch anderes zu tun. Komm, hier, leck mich. Wehe, da ist nichts Gescheites drin. Dann laufe ich amok, ey. Naja, jede Menge Muni. Aber gut. So. Ist das assi, ey, mit diesem Hacken. Vor allem, du kriegst da unfassbar viel Schaden und ich habe einfach keinen Bock, da so viel Schaden zu kriegen. Falscher Knopf. Nimm mal das Ding da. Da ist irgendwie in 90% der Fälle ist nirgends was drin. Ja, dann komm her, wenn du spazieren gehen willst. Alter. Boots, Boots. Ich finde das immer so ein bisschen verwirrend, wenn irgendwie aus allen Richtungen diese Stimmen kommen und man das eigentlich gar nicht richtig einschätzen kann. Wo jetzt irgendwie jemand ist oder nicht. Ich finde, das ist ein bisschen scheiße. Oh. Kugeln. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Suchon. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Ha, der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Gott, ich glaube, das tat ihm nicht gut.
Was? Ranch Jockey. Was ist das denn? Kampfgen-Tonika. Kampftonika verändern deine Gene und verbessern deine Kampftalente. Wie alle Tonika sind auch Kampftonika passiv. Was bedeutet, dass ihre Effekte automatisch einsetzen, sobald sie installiert werden? Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Kampftonika erhöhen, indem du bei einem Gatherer's Garden mit dem Adam der Little Sisters Kampftonika-Slots kaufst. Wenn du mehrere Versionen eines Kampftonikums installierst, addieren sich die Effekte. Neues Tonikum Ranch Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Haben wir jetzt zugenommen? Okay. Ih, was ist das? Tja, scheiße, wenn man von hinten durch den Lüftungsschacht angegriffen wird, oder? Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist. So, wo müssen wir jetzt hin? Kein aktives Ziel. Dankeschön. Ach ja, wir müssen doch dieses komische Gedönse da, glaube ich, aus dem Weg räumen, ne? War das nicht? Oh, war das nicht das, wo wir nicht mehr weiterkamen? Das müsste doch das gewesen sein. Ich weiß nur gerade leider nicht mehr, wo das war. Danke für den Besuch. Gern geschehen. Ich mache gerne Hausbesuche, weißt du doch. Das könnte man auch hacken. Ah, hier war ich schon, glaube ich. Ah, ich glaube, ich muss wieder nach oben. Na, hier komme ich wieder raus, wenn ich tot bin. Hier ist der Ding. Ich habe es gerade noch so gesehen. Ich will da hin. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich will dahinter. Ich will gucken, was da ist. Ich will wissen, was das ist. Halt der Schnauze da hinten. Was? Schlüssel benutzen. Nein. Aua. Okay, ich lade wieder. War ein bisschen sinnlos, dahinter zu gehen. Entschuldigung. Entschuldigung, seid mir nicht böse. Seid mir nicht böse. Aber warum ist sinnlos irgend so ein Ding machen? Oh, Hilfe. Haare. Kann ich da? Nö. Wie komme ich denn wieder zurück? Die Karte hilft mir auch nicht sonderlich weiter. Ich brauche irgendwo... Ah, da hinten ist eine Treppe. Da hinten. Ich glaube, da hinten. Ach ja, genau. Ich muss da ja hoch. Oh, hier liegen überall Bandagen rum, was? Ach, das haben wir... Ach, hier. Ach, jetzt sind wir da. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Kann ich denn da hinten entlang? War ich da schon? Ach ja, genau. Da haben wir die Türsteuerung ja geschockt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Schock und Eis eigentlich nur für so Geheimräumchen vielleicht ist. Ryan stellt dir eine einfache Frage. Ja. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ein versklavter Mensch vielleicht? Schnucki? Hä? Wo sind die jetzt hin? Ah, da hinten. Geld. Alter, ich höre überall Schritte. Das ist irgendwie scheiße. Okay, deswegen höre ich Schritte.
Daneben! Ciao! Oh, was? Limit erreicht? Nein! Ich will nicht das Limit erreichen. Hä? Jetzt aber. Ich glaube, ich muss mal wieder die Knarre ein bisschen benutzen. Ich vermisse so ein bisschen den Schnellspeicher. So eine Schnellspeichermöglichkeit. Ist denn jetzt, wo war denn jetzt die Treppe? Wo bin ich denn jetzt wieder? Meine Güte. Da entlang. Großer Gott. Oder auch nicht? Doch, hier. So. Ja. Und jetzt höre ich wieder den Wal und den Big Daddy. Alter, mir stellt sich schon wieder sämtliches... Ich hoffe, man hört das jetzt besser, weil mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, es war etwas leiser gewesen, als ich es gewollt habe. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ich tue, was ich will. Ach, warte mal. Oh, Entschuldigung. Warum zögerst du deine Behandlung hinauf? Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, verdammt. Ach komm, ey, das ist doch nicht wahr. Pass mal auf, jetzt habe ich nicht genug Energie dafür. Hallo? Ich treff gar nicht. Hallo? Ich bin hart. Der haut sich irgendwie immer selber weg. Hä? Ich habe das Gefühl, die kommen immer wieder. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Mit dem Verbandskasten. Ach warte, sag bloß, ich muss den. Männer sorgen sich immer um ihr. Aha! Aha! Idiot! Okay. Oh, ich sehe, wir sind schon drüber über der Zeit. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier, sind großartig vorangekommen, auch wenn manchmal ein bisschen komisch, aber wir sind vorangekommen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal hier die Aufnahme und wünsche euch was. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Also macht's gut, ciao! Ja, hier.